So, willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ich habe kurz gespeichert, da ist eine Baumhaus hochgelaufen. Habe ich gerade vergessen. Und dann neu geladen. Ja, wir gucken jetzt mal, ob die Bäume respawned sind. Die Treppe ist auch ziemlich clever gesetzt von mir, ne? Da kann kein Ureinwohner drauf. Nein! 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 Oh mein Gott! Kann ich die noch nicht mal wieder da reinsetzen, die Mauer. So muss da aber trotzdem passen. Und es ist dunkel, obwohl ich gerade geschlafen habe. Sehr komisch und kurios. Scheiße, das sieht richtig kacke aus. Jetzt müsste ich eigentlich die ganze Wand einmal einreißen. Mist. Und meine Kaninchen sind weg. Fuck it. Ich lade nochmal, dass die Tür wieder. Also dann ist das wieder heile. Das sah ja scheiße aus. Okay, also wir stellen fest, nach dem Laden sind Kaninchen weg. Gefällt mir jetzt nicht sonderlich gut. Was soll man machen, ne? Na komm, lade. Juhu. Und wenn jetzt die Sonne wirklich untergegangen ist, dann schlafe ich nochmal. Schlafen. Jetzt müsste es draußen. Wenn die Sonne kommt von links, dann ist gut. Das heißt, es wird hell. Dann kann man jetzt hier sogar auf die. Würde mich jetzt interessieren. Na, komm. Okay, das geht vorhin. Die Tür ist jetzt hier ein bisschen im Weg. Ne? Ich meine, oh mein Gott, sie ist wieder da. Sie ist wieder da. Yeah. Yeah. Zurück zum Leben erweckt. Und die Bäume sind. Nein, diesmal sind die Bäume nicht respawned. Schade eigentlich. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob meine Kanickel noch da. Und kann ich jetzt eigentlich. Die Kaninchen sind echt weg. Machen wir einfach trotzdem vorher hier an. Dann bauen wir uns ein Beet, hätte ich gerne auch. Wo ist denn ein Beet? ABC. Step 2, Step 3, Step 4. 4 gibt es noch nicht mal hier. Storage, Food, immer Food, Food. Small Garden. Wo tun wir den denn? Ich würde sagen hier, ne? Zack. Zack. 4 Loks brauchen wir dafür. Ja, komm. Ach, jetzt backt die Tür auch. Das ist doch Mist. Das ist doch Mist. Jetzt habe ich 2 Dubstep-Türen. Das wollte ich gar nicht. Ist das ein richtiger Baum oder ein Sticky-Baum? Ja, mal gucken. Und links von uns geht die Sonne auf. Heroisch wie immer. Wenn der mir jetzt nur 3 Loks gibt, ne, dann haben wir jetzt mal hier ein Problem. Guter Junge, guter Junge. Okay. Gab 4, sehr gut. Okay, jetzt müssen wir mit beiden Türen aufpassen, dass die uns nicht wegkicken. Wahrscheinlich links dran vorbeigehen. Zack, Garten 1 ist fertig. Mist, hier gab sogar 5. Cool, wächst jetzt automatisch was drin? Oder muss ich da irgendwas reintun? Blätter kann man wahrscheinlich nicht reintun. Ne, mal gucken. Aber ich kann jetzt C4 craften, sehe ich gerade. Ab jetzt Münzen. Das da, ne? Ne. Hier, ups. C4, Wurfbombe. Das ist toll. Die finde ich richtig geil. Wie viel ich davon noch habe? Habe ich jetzt keinen Boost mehr, dann mache ich noch 2 oder 3 Molotovs. Also vom Rest halt. Das sind ja 2.
Sind wir gut equipped jetzt? Aber ich muss noch ein bisschen Farben nehmen, glaube ich. Ich dachte, ich gerade hier beinahe eingebrochen. Yeah. Wir haben ein anderes Zeltlager hier, aber das ist, glaube ich, ganz. Hier liegt Geld rum. Und ein Stein. Das Zeltlager direkt nebenan. Furchi. Lizard Skin, ich drücke die ganze Zeit P. Was ist denn mit mir falsch? Steinhalter haben wir auch noch nicht. Ja, du hast eine Rüstung an, die brauchst du jetzt nicht die ganze Zeit bestaunen. Na, was machen wir denn jetzt? Da ist ein Dorf, gehen wir da rein. Ich würde gerne Höhlen suchen und weißt du, was ich mache? Ich gucke, ob ich die Feueraxt finde, die gute. Also die beste. Ich habe jetzt Anführungszeichen gemacht. Die Tische sind gerade gesprungen. Nicht, dass die mich jetzt auch wegkicken oder so. Okay, verbrannte Leichen, hier haben wir ja schon so. Es gibt Schildkröten. Krass, wie kraftvoll der jetzt zuschlägt. Okay, ich glaube, die kann man nicht so schnell töten. So, hier sind keine Pflanzen, das ist irgendwie komisch. Nur diese kleinen. Und ich verstehe das nicht. Ich glaube, das sollten die mal fixen. Bei mir sollte der eigentlich auf ganz fad rendern und alles und sowas habe ich auch eingestellt. Aber er macht das nicht. Das ist ein ziemlich weiter Ausflug eigentlich bis da hinten, ne? Ist dann so vor einem Bruch der Dunkelheit, sonst ungefähr da zurückschaffen. Mal gucken. Exploring Missions, ne? Gegen den CSGO hätten sich schon lange geschnappt, weil er so laut trampelst. Das ist noch eine Schildkröte. Ich müsste die doch eigentlich killen können, wenn ich zielgerecht auf den Kopf. Die Schildkröte weiß besser, was wie ich sie töte oder nicht. Das ist halt so. Schildkröten sind schon Profis. Ah, jetzt lädt er. Jetzt lädt er es vernünftig hier mit der Wiese und so. Hungry Finds haben sie irgendwie. Ja. Weiß ich wirklich jetzt gerade Bescheid. Ich glaube, wenn wir das nicht rechtzeitig zurückschaffen, dann baue ich mir eine kleine Basis da drüben. Wir können trotzdem weiter rennen, obwohl wir erschöpft sind. Das ist toll. Nettes kleines Feature. Ist wahrscheinlich ein Bug, aber. Ich beschwere mich nicht drüber. Sagen wir so. So. Ach, jetzt lädt er da hinten wieder so spät. Das ist kacke. Das sieht richtig hässlich aus, finde ich. Ich meine, das ist smooth, wie er das lädt. Aber. Er soll das eigentlich bis ganz da hinten geladen haben. Jetzt habe ich so eine Kreisbewegung gemacht. Ah, Kreis. So. Irgendwo da müsste das Dorf sein. Es sei denn, die haben es woanders hingepackt. Ich traue denen alles zu. Ich muss schon so eine schwule Axtbewegung machen. Also ich finde, viele Features, die jetzt dabei sind durch die Patches, sind nice. So wie das Baumhaus, dass jetzt Türen in den wirklichen Türen drin sind. Also eine baumbare Tür. Ja, das sind halt geile. Da hängt Cloth dran. Oder Cloth. Cool. Okay, wir sind schon. Ja, wir sind da. Flair mitnehmen. Okay. Trauen wir uns jetzt hier rein. Wir müssen keine Angst haben. Wir trauen uns natürlich hier rein. Okay. So, hier ist nichts drin. Ist auch nichts drin. Ja, da hätte das nur noch LOL geholfen. Ich brauche das Seil. So,
Wir sind einfach mal die Tische jetzt gejumpt. Kann man auch einfach so hier hin und her schieben. Ich mache jetzt den Koffer auf. Ich mache jetzt die Koffer auf, richtig. Weil wir nämlich nicht mehr so viel zu trinken und so haben. Und Snacks kann man auch immer gebrauchen. Liegen hier noch denn die ekligen Leichen rum? Ja. Was heißt eklig? Sind einfach verunstaltet. Die haben jetzt sogar Säcke über den Köpfen, war das früher auch so. Aber Tennisbälle brauchen wir sowieso nicht. So, hier ist ein bisschen Cloth dran. Das ist noch so ein Typ. Ein toter Kannibale. Die Frau, die in einem Baum gefesselt ist. In einem kahlen Baum. Da drüben. Da ist noch ein kleines Ding. Was ist das denn? Ach, eine Flasche. Noch eine Flasche. Scheiß Tennisball. Was zur. Ich kann schweben! Ich kann schweben! Könnt ihr nicht, ne? Ich hab Bock jetzt. Tür. Tür. Passt das ungefähr? Oh, das passt sogar, glaube ich, perfekt hier. So. Ein Fenster kriegen wir auch noch hier rein. Passt das jetzt wirklich? Sehr geil. Da kommen wir, glaube ich, nicht durch. Mach ich mir jetzt hier so ein kleines Lager rein. Das finde ich irgendwie cool. Wer hat einen Boden, ja, der durchlässig ist? Dass man einfach mal in so einen Tunnel reingucken kann. Den hat nicht jeder. Außer vielleicht ein Maulwurf. Ach, hier ist direkt noch einer. Und der fällt nicht so cool, finde ich. Der fällt dahin, wo die Tennisbälle sind. Brauchen wir schon eine Unmenge von Loks für 15. Wenn ich da noch ein Shelter reinbauen will. Oder kann ich eins aus Stickies bauen? Das ist, glaube ich, cooler. Dauert auch nicht so lange. Zack. Ey, das habe ich jetzt aber nicht als einziger gesehen, oder? Dass der Tisch gerade von rechts nach links geslidet ist. Ansonsten mache ich mir jetzt langsam Gedanken, dass ich Halluzinationen bekomme. Warte mal, ich baue die eine Tür hier fertig. Dann mache ich ein bisschen Schutz wenigstens. Direkt Besuch bekommen. Überraschungsangriff! Wie lange die brauchen, bis sie das schnallen. Das ist cool. Können wir gleichzeitig den Baum hier fällen? Ach ja, okay, das war das. Das war jetzt keine Ausdauer mehr, keine Ausdauer mehr. Nicht gut, nicht gut. Gehen wir in die Ecke. Trinken, 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 trinken. Ich esse was, weil ich auch ziemlich essen mache. Das ist meine Axt, mit der kann man zuschlagen. Da, also. Du bist der Nächste. Du bist die Nächste. Ist ja auch. Pass mal auf, da auf dich hoch zu glitschen. Wie soll ich dich denn da bekommen? Oh mein Gott, ich. Jetzt hat der miese Wichser mich von hinten angegriffen. Okay, ich muss weg. Jetzt brenne ich nämlich. Wo ist der andere? Okay, der hier ist fast tot. Da sind mit der Tische gerade rechts rumgeflogen im Bildschirm. Dich kriege ich. Die anderen haben sich verpisst. Aber schon ordentlich viele von denen kaputt gehauen. Ich habe jetzt leider nichts zum Schlafen hier.
Da ist noch einer, den kriege ich jetzt gerade, der ist nämlich alleine. Hallo! Und der sieht komisch aus. Wo ist der hin? Ach, sind Kannibale, meine Güte, auf die jetzt essen. Das ist wirklich. Das ist keine Genitalien. Das wird jetzt leider ein bisschen überlänger. Ist halt so. Junge! Wollen mich hier verarschen? Das ist ein ganz beschissener Spot hier. Krieg ich doch den scheiße Lizard jetzt. Ach, okay, dann wollte ich vorher. Nein, 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 ich finde das eh nicht. Es ist dunkel. Entschuldigung. Der frisst auch direkt wieder und packt das Scheißtier davon weg. Medizin dabei wenigstens. Medizin habe ich dabei. Jetzt hat er mich wieder gehört. Meine Rüstung auch verloren. Hier läuft halt gar nichts rund. Junge, hier ist noch einer. Der frisst schon wieder. Ist der wieder aufgestanden gerade? Nee, nee, ich hab keinen Bock, dass hier einer rumläuft. Gott, jetzt habe ich Glück gehabt. Das werde ich, glaube ich, auch nicht überleben hier. Ich baue das jetzt hier aber noch fertig. Nee, Spaß beiseite. Ich mache das jetzt noch hier und dann renne ich weg. Das kann ich nicht riskieren. Ich muss mein Zuhause. Da. Dann gehe ich da schlafen, speichern und dann komme ich vielleicht nochmal wieder. Auch so weit komme ich gar nicht. Das mache ich jetzt offscreen, glaube ich. Also ich mache jetzt die Aufnahme beendet und dann fange ich wieder an, wenn ich da bin. Bis dahin. Also bis gleich, ne? Haut rein!